Hallo und herzlich willkommen hier zu Oxygen Not Included im Space Out DLC. Ja, hier sind wir wieder, es geht wieder weiter. So, ja. Das letzte Mal habe ich ja euch da zum Beispiel unsere Rückgewinnungsanlage hier gezeigt. Hier haben wir wahrscheinlich noch ein Temperaturproblem. Oder der Abgasstrahl macht hier noch ein Problem. Da müssen wir es entweder noch ein bisschen umbauen. Ja, mal schauen. So, was ist denn das hier? Ach, das ganze Zeugs, was in der Rakete lag vorher, das wurde rausgeschmissen. Okay. Das, alles klar. Gut. Dann machen wir jetzt hier mal dieses Space-Fahrer-Modul. Da innen drin habe ich schon mal angefangen. Da bauen wir jetzt ein neues Raketendings rein. Ja, also das ist nicht mein Design, das habe ich bei jemand anders gesehen. Aber ich habe es noch nicht ganz fertig gemacht hier und das hat sich aber als ganz gut erwiesen. Man kann hier nämlich sogar ein Teleskop reinbauen, was ich eigentlich ganz cool finde. Und ja, und damit man jetzt das Ganze hier macht, da kann man jetzt hier einen Raum praktisch, also Räume bauen hier drin und kann dann sozusagen auch Raumbonusse haben. Und das will ich damit eigentlich erreichen. Ich habe auch was gehört, dass man sich hier irgendwie rausbacken kann, dass man den kompletten Bereich hier zubauen kann mit Zeugs. Ja, aber wie das geht, weiß ich über der Marvel. Das kannst du hier außen nichts bauen, das geht nicht. Ich wüsste nicht, wie man sich hier raus. Ja. Ja. Nee. Ich wüsste. Ah, doch. Okay. Ja, das wird man nicht benutzen. Ich habe es, glaube ich, rausgefunden, wie man sich hier rausbacken kann. Okay. Ne, wir wollten. Hoppala. Jetzt geht es nicht mehr mit der Tür. Die brauche ich jetzt. Da muss ich nämlich jetzt Räume einteilen. So und so. Dann, wie waren das dann? War, glaube ich, hier noch Türen. Damit es als Raum gilt. Und da hinten da. Gut, wir könnten es entweder vorne oder hinten stellen. Und dann machen wir hier einen Hamsterrad noch rein. Ich meine, man könnte da jetzt auch so eine Plugslack reinpacken noch. Wo ist es denn, das Hamsterrad? Verdammt. Ja. Hamsterrädle. Und dann machen wir hier oben. Nee, Quatsch. Das ist. Nicht da oben ist Bettbau. Dann habe ich da aber keinen Raumbonus. Nee. Das Hamsterrad muss oben rüber. Das muss dahin. Aber das war, glaube ich, bei dem Teil des Problems, das derjenige gebaut hat. Hoppala. Und ja, was mich halt so fasziniert, dass das Teleskop hier geht. Das tut mich sowas von faszinieren. So, und da drin machen wir jetzt das Bett. Das Möbel. Ja, komfortabel können wir leider keins bauen, aber es wäre viel zu groß hier. Da muss so ein kleines Bett, Hauptsache Bett, und da gibt es keine Rückenschmerzen dann. Und was brauchen wir noch? Den Kantinentisch haben wir schon. Da kommt dann wahrscheinlich ein Algenterrarium noch rein. Was auch noch nett wäre, aber ich glaube, wir haben kein Oxylit. Oxyphan. Könnte bei auch ein Oxyphan noch einpflanzen. Der könnte ja auch Sauerstoff erzeugen. Aber ich glaube, wir beschränken uns hier eher da auf das Algenterrarium. Das Algenterrarium ist in der O2. So. Zack. Algen müssten wir ja, haben wir noch nicht verbraucht hier. Könnte ich ja mit Strom machen, dass wir hier mit Strom Dings erzeugen. Ja. Braucht dann Erde. Müssen wir mal schauen. So, warum sind jetzt eigentlich meine ganzen Ressourcen hier wieder weggeklappt hier? Ich habe doch hier welche eingestellt, oder? Ah ne, gut, hier sehe ich es nicht. Und als Rationsbox nehmen wir mal da hinten sozusagen einen Kühlschrank. Guck mal, wir können doch hier. Genau, wir können hier weiter unten anfangen. Wird das weg? Und der Raum ist jetzt 4 hoch. Da machen wir es folgendermaßen.
Da kommt dann die Ecke, der Kühlschrank. Wo ist denn der drin, der Nahrung? So, der hält uns dann das Zeug frisch. Und wir machen noch, weil es ja immer ein bisschen Stress gibt hier beim Flug, können wir dem ja noch einen Massagetisch reinbauen. Ja, das ist tatsächlich, ja, das ist noch höher. Ja, aber wir können den Raum gar nicht mehr anders besser ausnützen. Das geht jetzt eigentlich nicht. Aber was wir machen könnten, wäre Stucke reinbauen, hier sozusagen Verzierungsleisten. Das ist unter Möbel. Könnte auch noch eine Deckenlampe einbauen. Nee. Oder einen Hängetopf hier reinhängen. Das könnte man tatsächlich als Deko machen, oder? Das ging tatsächlich. Das könnten wir hier machen zum Beispiel. Ja, warum nicht? Ist doch stilvoll. Auch hier zum Beispiel könnten wir es machen. Was wir da reinpflanzen, weiß ich natürlich noch nicht. Aber ja, mir wäre ja Oxyfahren lieb. So, um jetzt hier erstmal Grundsauerstoff reinzubringen. Na, was heißt... Ja gut, da haben wir eigentlich das Algenterrarium, aber damit es vielleicht ein bisschen schneller geht oder so. Für spätere Missionen machen wir erstmal hier einen Kanister rein. So, okay. Und dann müssen wir hier noch verkabeln. Ström. Da können wir aber wieder ja dieses komische dünne Kabel verwenden. Ja, der Autosaver, aber der... Der geht hier schneller. So. Gut, ich sehe das jetzt mal vor, dass wir hier eventuell so eine Plug-Slug vielleicht reinhängen noch. Dann will ich das so machen. Die Batterie habe ich noch vergessen. Ah, da passt jetzt keine große Batterie. Schade. Dann wir halt die kleine Batterie bauen. Gut, könnte man das anders bauen? Können wir jetzt nicht anders bauen. Warte mal, geht dann, kann man hier noch? Nee, kann man nicht, oder? Weil da muss ja der Dupe hochsteigen. Von der Verzierung her, ne? Aber ich habe noch eine Idee. Möbel. Deckenleiste, die oder die? Die kann man doch normalerweise hier in die Ecke bappen. Das geht nicht, weil es keine Ecke ist. So, und dann haben wir noch... Das geht hier tatsächlich parallel. Das wusste ich gar nicht. So, hier schaffen wir es nicht mehr, da kann man keine mehr hinquetschen. Wenn ich hier Deckenleiste hinbaue, dann kann sich der Plugsack nicht hinhängen. Das ist schon getestet, das weiß ich. Gut, wobei wir hier tatsächlich auch noch ein bisschen... Na komm, hauen wir hier noch ein bisschen Stuck hin. Und ich will es hier mal probieren, ob das klappt hier. Ja, wir haben ja sogar schon schöne Deko hier. So, was noch kommt, das Waschbecken, das braucht nicht von beiden Seiten hier. Richtung nach links. Die Hände waschen bitte. Und jetzt muss halt das alles nur noch gebaut werden. Stromglas überlastet. Ja, bla bla bla. Lass mir meine Ruhe. Gut, es dauert jetzt einen Moment, bis es hier gebaut ist. Guck mal ganz kurz. Guck mal auf die Rakete. Change Crew. Ah, ne, steht auf All. Was heißt das? All Diplomatic Enter and Exit. Frei. Bis die Rakete zum Start bereit ist, bevor Launch. The Crew will automatic be requested, also wird dann angefordert. Ne, wir lassen es auf All hier. All ist schon gut. So, das wird hier auch nicht repariert, ne? Wir lassen es mal reparieren. Nochmal P. Also das muss ein Kälteschaden gewesen sein, hier ganz eindeutig. Und hier kommt jetzt laufend Sauerstoff. Ha, wie könnte man das... Das gefällt mir halt nämlich nicht. So, gut, das ist Kohlendioxid.
Weil wir könnten das schon anpassen, dass... Ja, ihr seht, da unten kommt es nämlich in den Tank viel Sauerstoff rein. Wobei das jetzt eigentlich auch nicht so verkehrt ist. Wenn man den Tank abreißt, da unten, dann haben wir nämlich schon unseren Sauerstoff hier. Sauerstoff, Erdgas. Ja, Erdgas haben wir auch bei. Nee, oder wie ist denn das? Wird das als Kanister hingestellt oder wird das... Nee, es wird nicht als Kanister hingestellt, wenn ich das abreiße, ne? Es wird, glaube ich, schlagartig dann in die Gegend gesetzt. Nee, also das funktioniert. Das kann ich also nicht machen. Nee, dann machen wir es folgendermaßen. Dann machen wir hier nochmal Gasleitung isoliert. Die Leitung hier, wo jetzt hier noch läuft, die möchte ich mal beibehalten als zusätzliche Füllmöglichkeit. Ich will die nur ein bisschen versetzen. Die hier mach und den Rest zerlege ich hier oben. Und hier dann mache ich mal. Ah, ich muss es komplett, ich habe ja dieses Schneidemesser jetzt hier nicht. Ich muss das mal komplett einmal zerlegen. Und dann können wir das ändern. So, ich lasse es halt wieder in den Raum reinpumpen natürlich, das ist mir auch klar. Aber wir machen das jetzt ungefähr so, wie hier. Aber wartet mal, das nicht hätte ich doch gar nicht gebraucht, oder? Doch, weil ich andere Gase, ja. Ich will ja gezielt ein Gas aussortieren, deswegen habe ich das nicht drin. Ja, ich habe es schon wieder kapiert, Leute, ja. ja, das ist halt wirklich so. Ja, wenn ich das alles hier reinblase in den Raum, wird er irgendwann voll sein. Also, und dann ist da halt nichts mehr mit. Wir müssten das dann irgendwie, dass es hier dann zum Beispiel... Ja, das fällt und steigt halt mit dem Ganzen jetzt hier, was ich jetzt hier denke. Aber ja, es ist dann eh wieder in dem Raum drin, sobald hier die Tür aufgeht, weil wir hier jetzt keine Wasserschleuse bauen können. Das ist halt das Problem, ne? Ja, gut, das ist... Ich will das hier so machen. Also ich mache hier tatsächlich einfach mal einen größeren Schlenker. Dann bleibt hier zwar das Gas immer drin stehen, aber das ist jetzt auch nicht so problematisch. Das wird sich hier in dem Raum verteilen, das ist mir schon plausibel klar. Aber ja, die Hoffnung stirbt halt immer zuletzt. So, dann machen wir das hier so. Dann braucht man einen Rohrgasdetektor. Den setzen wir hier hin. Und dann brauchen wir hier natürlich Automationskabel. Wir brauchen noch ein Nicht. So. Okay, passt. Läuft bei uns. Ja, aber das direkt so hin verbinden könnte, wäre es natürlich auch cool. Geht aber nicht. So, dann habe ich ja hier eingestellt, einfach Kohlendioxid, dass hier nur Kohlendioxid durchgelassen wird und der Rest von anderem Gas, das wird einfach nicht durchgelassen. Es ist sozusagen eine stromlose, billige Variante der Filterei und das kann man auch mit Flüssigkeiten machen oder ich habe es mal vorgehabt, aber das war glaube ich in der normalen Kolonie, also nicht DLC. Da hatte ich es meine ich mal vorgehabt. So, habt ihr die Gastanks repariert? Ja, scheint so. Habt ihr hier abgerissen? Noch nicht, ne? Ja, das... Warum wird denn das nicht zerlegt? Wobei, ne Quatsch, das können wir lassen. Bloß das will ich mal weg haben und da müssen wir... Weil ich es nicht trennen kann, das ist das Problem.
So, da muss halt erst einmal jetzt hier das eine Stück abgerissen werden, damit es dann nachher hat, oder? Nee, wobei ich kann das ja jetzt schon verbinden. Das eine Stück hier soll abgerissen werden. Ah, ist schon passiert. Ist schon passiert. So, Moment mal. Prioritäten, da muss ich noch was gucken. Annäherung habe ich schon aktiviert. Okay, passt. Läuft. Neue Druckerzeugnisse. Was können wir denn kaufen in dem Drucker? Na gut, kaufen tun wir es ja nicht. Ich nehme keinen neuen an, das habe ich schon gesagt. Mir reicht es so mit dem neuen erstmal. Wir nehmen Eis. Ja, meinetwegen, es gibt nichts Gescheites. Dann nehmen wir mal das Eis. So. Nehmen wir kurz auf dem anderen Schirm was. Ja, so. Jetzt habe ich gerade meinen Countdown nicht mehr gesehen. Wie lange ich schon aufnehme. So. Okay. Naja, gut. Die Sohle, die ist ja drin. Ja, wenn das jetzt hier 0,7 Kilo weniger wären, dann könnten wir es aufwischen. So, verschmutzter Sauerstoff. Na gut, da hatte ich das Problem, dass eben hier die Dinger hier nicht versorgt worden sind, diese Lufterfrischer. Aber ich denke, das kriegt man in den Griff. Gut, die Blackslacks, ich weiß gar nicht. Erzeugen im Moment ja wenig Wasserstoff oder gar keinen Wasserstoff mehr. Weil unsere Tanks sind leer hier. Hm. Der eine hier, zu wenig. Okay. Aber der andere wäre betriebsbereit. Da läuft der eh bloß, wenn die Metallrefinerie läuft. Und naja, gut. So, was haben wir hier? Eierschalen zu Kalk. Gibt es gerade keine Salz zu Tafelsalz? Ach, es gibt zu wenig Salz. Okay. Naja, dann ist es halt so. Ah, da haben wir auch wieder ein bisschen Schmelzwasser. Das tun wir natürlich aufwischen lassen hier. Ja, das ist zu viel. Okay. Aber es ist blankes Wasser. Gut, das könnten wir. Das könnten wir hier reintropfen lassen, ne? Da müssten wir eigentlich bloß. Na gut, damit es nicht schief geht, aber. Ja, ein Gitterziegel reinsetzen. So, okay. Warte mal, Rost. Wir haben ja einiges an Rost rumliegen sogar. Das heißt, wir können sogar hier mit dem Desoxidierern hier was machen. So, hier sehe ich noch Matsch hier. Das kann man ja auch mal. Den Matsch kann man hier auch mal ausgraben noch. Hatte ich hier nicht mal vor, das so langsam abzutragen, das Ganze? Ich glaube schon. Aber dann. Ja. Chlorgas. Hm. Kann ich nicht gebrauchen. Wie sieht es denn hier aus? Ja, da wäre die Temperatur noch erträglich. Aber hier drüben ist es halt ohne Schutzanzug tödlich, sag ich mal so. Ja, ich hatte mal gedacht, ich tue hier unten eine Anlage runterbauen, die uns das hier dann kühlt mit Kühlkreislauf, ne? Aber naja, Kühlung, die es wird nicht lang funktionieren. So. Was haben wir da so große? Zuckerreiche, zu große, zu große. So, hier machen wir es mal so. Ich will die jetzt hier nicht kaputt machen, die Schicht großartig. Aber hier kommen wir ganz einfach an Eisen ran. Mach jetzt einfach mal einen Stollen bis dahin. Das Ganze graben wir schon mal mit aus, das andere Zeugs hier. Granit, ja, da würde jetzt der Raufer ja wieder nichts bringen. Apropos Raufer. Wo waren denn die Jungs gestanden? Ich weiß es nicht mehr. Ich hatte ja einen, der lief ja trotzdem dann noch. Weiß ich jetzt tatsächlich gar nicht. Hm. Aber das sind jetzt verschwunden, dass die dann verschwinden, wenn die nutzlos geworden sind. Ich meine, das Metall könnten wir ja zurückgewinnen, ne? Ich weiß echt nicht mehr, wo das stand.
Blöd. Gut, gucken wir uns mal was anderes an im Stromnetz. Weil das tut uns zusehends kaputt gehen hier. Das ist laufend überlastet. Und wir erzeugen ja hier Kupferkabel. So, hier das eine Kabel können wir ja eigentlich zerlegen. Ja, hier ist schon kaputt gegangen. Ja, das ist eh, das brennt an Stellen hier dann durch, wo ich einfach nicht nachvollziehen kann, warum das dann... verdammt. Das baue ich wieder wahrscheinlich als Wolfram. Das möchte ich nicht, dass ich da als Wolfram was baue. Hast du das, dass es dann automatisch da auf das, was ich halt jetzt habe, hier springt? Ist zwar schön und gut. Also war das nicht mal anders, dass man hier dann Aufträge machen konnte? Verhungern, das kann nicht sein. Wir haben über 1 Million hier Kalorien. Von daher kann Verhungern absolut nicht sein. Erzählt mir was anderes. Wieso ist das hier ganz anders? Komisch. Das jetzt hier mal so Stückle für Stückle. 10. Hä? Verbrühung, ach so. Ach boah, was machst du denn wieder? Warum? Warum tust du wieder da unten rumfummeln? Das ist doch total hirnrissig. Das sollst du doch nicht. Warte mal, was lassen wir hier eigentlich hier raus? Nicht atembares Gas, ach so, ja, ja. Passt schon, ich weiß, was da passieren soll. Und da lassen wir immer wieder Kohlendioxid runtertropfen, wenn wir es mal flüssig haben. Wobei die Fläschchen wahrscheinlich auch hier immer wieder sich verflüchtigen. So. Wie schaut es denn hier drin aus? Ach, da fehlt noch der Cone. Für Interieur. Benötigt Leerung. Okay. Fertig gebaut haben sie noch nicht. Warum habt ihr noch nicht fertig gebaut hier? Ja gut, das ist jetzt auch nicht wild, aber... Da haben wir Probleme, da rauszugehen. Kann ich das oben schon drauf bauen? Basic-Cone? Ne, ihr müsst jetzt das Ding hier erweitern. Warte mal. Sauerstoff, Sauerstoff, Sauerstoff. Ja, okay. Dann erhöhen wir natürlich den Raum mal um ein bisschen hier. So, und dann... Das reicht dann auch schon. So ein Modul ist 4 groß, okay. Dann wäre das hier zack, zack, zack. Und dann hätten wir noch ein Plätzchen frei sozusagen. Oder bauen wir es gleich noch ein bisschen größer. Jetzt sind wir nicht schon dabei. Na komm, machen wir noch einen größer. Und dann müssen wir die Türen hier halt da oben hinbauen. So, das sind ja nicht mehr so viel. Also da ist noch ein bisschen Kohlendioxid. Ein bisschen Sauerstoff. Das sind jetzt nicht die überragenden Mengen, die jetzt hier dann verbraten werden. So, wie schaut das hier eigentlich aus? Kupfererz. Da kannst du kalt atmen, sozusagen. So, was hast du vor? Was hast du vor? Achso, du wirst in die Rakete reingehen und was bauen da drin. Ja, habe ich richtig geraten. Wie konnte ich das ja nur wissen, ne? Das ist erstaunlich. So, und hier unten, na gut, das ist Milligramm-Bereich. Irgendwann wird hier Vakuum, aber ich will eigentlich hier oben kein Vakuum pumpen. Und hier fließt es ja immer wieder nach, ne? Auch wenn der Raum hier zwar klein ist, aber trotzdem. Es wird hier halt immer zwangsläufig immer wieder nachlaufen. Tja, aber trotzdem, Schleusen können wir halt nicht bauen. So, der Schalter.
Den können wir natürlich versetzen. Also wir lassen einfach, wir machen das Kabel nach oben. Na. So. Gut, um jetzt natürlich hier, das ist halt unnötig, aber es ist eigentlich egal, wie gesagt. Es ist nicht viel Gasverlust, wenn ich da jetzt aufmache, dann gleich. Das heißt, dann machen wir nämlich hier zerlegen. 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 Und zerlegen. Na ja, das kann ruhig darunter tropfen. Das ist CO2. Ja, wir müssen halt immer wieder wischen, also. So, das stimmt jetzt nicht. Das müssen wir jetzt erstmal einstellen. Nicht atembar. Kohlenstoffdioxid. Ja, hier ist es natürlich zu viel. Ja, genau. Sobald hier Kohlenstoffdioxid detektiert wird, wird er die Lamellen zugeklappt und der kommt nicht raus. Ja gut, der Sauerstoff hier sollte eigentlich noch raus, aber ja. Was haben wir hier jetzt? Ups, das ist natürlich fatal. Da müssen wir noch was zerlegen. Sonst bringt es nicht. Dann läuft es die ganze Zeit hier im Kreis. Gut, man könnte hier sozusagen so einen artig Filterkreis bauen, aber ja, das soll ja, das reicht schon so. Ja, sehr schön. Hast du gut gemacht. Und der Rest ist mir eigentlich ziemlich egal. Warte mal, können wir Klempnern? Haben wir jemanden mit Klempnerfähigkeit? Bin ich mir jetzt gar nicht so sicher. Doch, haben wir. Sonst würde da so ein Helm abgebildet sein. Ja doch, klar können wir klempnern. Also hier ist es doch noch ziemlich kalt. Ja. Also das Ding wird kein Vakuum erschaffen hier. Das ist... Jetzt fliegt es eh raus. Jetzt kann eh dieses Zeugs hier raus. So, wartet mal. Hier Automatisierung. Zerlegen. Der restliche Leitung kommt weg. Gut, dass nichts im All verloren gehen kann von den Sachen hier. Metall oder so. Aber ja. Mir wäre es lieber, wenn ihr die Türen jetzt hier mal ein bisschen schneller zerlegt. Muss ich mal gucken, ob er so kleine Mengen überhaupt detektiert. Das gibt nämlich oft das Problem, dass die kleinen Mengen... Nee, doch, das ist... Ja, es hat geklappt. Perfekt, das geht also. Moment. Das kannst du jetzt bleiben lassen an der Stelle. Gesundheit. Jetzt wäre es noch hier, wenn es da noch, aber na, jetzt haut er ab, ja. Das, da bin ich mal noch freundlich und sag extra Gesundheit. Nein. Ich bin weg. So, jetzt wird hier noch. Ich glaube, jetzt wird hier noch, ja. Dankeschön. Der Rest geht jetzt hier flöten, oder? Da geht es hier raus. So, ja. Perfekt, die Türen sind weg. So, dann machen wir das hier so. Der Vollständigkeit halber machen wir hier noch Leitern hin. Und damit das gebaut werden kann... Dann machen wir hier zwei Leitern. Die eine brechen wir ab. So, wie schaut es denn hier jetzt aus? Was? 9 Besuche übrig. Warte mal, kann ich eigentlich... Nee, also ich müsste eigentlich die Toilette ausschalten. Erstmal machen wir Toilette leeren. Wie ist denn das eigentlich? Da ist ja... Wie oft sind die da schon draufgegangen? Da ist ja jetzt verschmutzte Erde drin. Wenn ich jetzt leeren mache, dann... Keine Ahnung. Weiß gar nicht, wer das macht.
Ja, ich weiß, kein O2. Der ist wieder verbraucht. So, warte mal, was kann man hier einpflanzen? Strauchsamen. Okay, von 10 bis 30 Grad. Melosid. Bliss. Die Buds haben wir leider nicht. Joja-Samen. Diese Bliss Burst können wir doch machen, oder? Warum? Ah, ich weiß warum. Mist. Der Stuck ist im Weg. Was ist denn jetzt schon wieder los? Hm? Wo ist es? Was habt ihr für ein Problem? Ich weiß es nicht. Er hat es bip-bip gemacht, aber keine Ahnung. So, neue Erzeugnisse. Das nervt mich noch, dass man da immer am Drucker kommt, ja? So, wir nehmen natürlich hier dieses mollige Leuchtkäferbaby hier. So. Kann es hier irgendwo Probleme machen? Nee, nur wenn es hier im Schlafraum drin wäre. So, der Schlafraum, naja gut, der ist eh... Der könnte verbessert werden, sage ich jetzt mal so. Aha. Warte mal, haben wir schon Meisterwerke? Ja, tatsächlich. Das ist aber... Verhungern, ach so. Das kann nicht sein, also Leute... Das war wieder eine Meldung, die ist Quatsch. Das ist doch aber ein Meisterwerk. Der hat mir das gerade hier in der Deko nicht angezeigt. Geniale Skulptur, wieso genial? So, ja, nee, ich hab's gecheckt. Ist das hier mittelmäßig? Ja gut, das können wir noch ein bisschen aufbohren. Originell, 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 originell. Das können wir alles noch ein bisschen besser hinbekommen. So, ich würde ja mir wünschen, dass man die einfach jetzt nochmal neu bauen lassen kann. Also, dass die jetzt dann nochmal neu modelliert werden. Aber das ist halt auch wieder Wunschdenken hier. Meisterwerk, 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 okay. Meisterwerk, Meisterwerk, das habe ich schon mal abgerissen. Deswegen ist es auch hier schon mal besser. So, hat jemand irgendwelche Zipperle? Ja, boah, es geht mal auf die Krankenliege. Was ist denn hier? Ach, da ist wieder Kabel durchgeschmort. Ja. Da kann ich leider nichts machen, weil das ist halt noch altes Kabel. So, wir haben aber wieder ein bisschen Kupfer übrig. Wobei, nee, Moment mal. Der baut das wieder gerade aus dem Falschen. Na, nicht, dass ich hier zufällig mal falsches Kabel habe. Muss ich mir nochmal in der Übersicht dann angucken. Das ist einfach immer mit Ressourcenmangel sozusagen. Ja, zu tun hat. Das ist natürlich kacke, wenn hier tatsächlich der Anschluss zum Generator hier kaputt ist. Das ist richtig kacke. Was habt ihr denn für ein Problem? Was die ganze Zeit hier Bibi macht und Ding und ah. Gut, Eisen können wir auch nehmen. Verhungern. Das kann nicht sein, Junge. Warum? Wo? Wir nehmen erstmal das Eisen hier. Das Kupfer. Ich will halt nicht das komplette Material verbrauchen. Ja, wir haben sogar 2400 Stahl. Mhm. Das finde ich schon mal gut.
Unerreichbare Nahrung. Oh, Moment mal, hä? Wieso? Ah, habt euch wieder eine Falle gebaut. Aber vielleicht nicht ihr, sondern ich eigentlich habe euch eine Falle gebaut. Ja, dann habt ihr natürlich berechtigt hier düdüd gemacht, ja. Dann habt ihr berechtigt gedüdelt. Ah, Mann, oh Mann, oh Mann. Ja, man muss bei den Kindern immer aufpassen. Ist halt so, ne? Duplikanten sind halt wirklich wie Kinder. Einmal nicht aufgepasst. Ist der Teufel los? Kohlendioxid. Ja, da müssen wir mal gucken, dass wir hier nicht die tiefste Stelle erwischen, ne? So. Eisen. Ja, okay, das ist noch nicht heiß, gut. Ach ja, da war ja was mit Aufräummöglichkeiten. Warte mal, wir könnten eigentlich mal hier noch so eine Ebene einbauen. Ja, ich überlege gerade, ob man jetzt dann hier wieder aufmacht. Dann tut zwar die Raube immer da in die Richtung hochkrabbeln, aber das ist eigentlich egal. Beziehungsweise, das hier bringt uns eigentlich eh nicht viel. Deswegen zerlegen wir hier. Die Tür kann zerlegt werden. Wir können hier auch eine Tür einbauen, so ist es ja nicht, ne? Ja, dann machen wir anstatt hier diesen. Wobei. Nee. Das so und die zwei Luftziegel zerlegen. Und da bauen wir eine Tür ein. Dann können wir dazu noch ein paar Lagerverdichter hinbauen. Da können wir auch noch hinbauen. Da können wir hinbauen. Da können wir hinbauen. Da können wir hinbauen. Hier oben können wir hinbauen. Wenn das hier abgerissen ist, können wir da noch mehr bauen. Und dann haben wir auch wieder Platz hier. So, Priorität. Ja, ich baue den Ziegel halt ab, weil das dann, auch wieder hier. Jetzt habe ich wieder aus Sediment gestanden. Machen wir noch. Das wird mich die ganze Zeit schon verfolgen wieder hier. Wobei, wir haben jetzt keine Hedges oder so angemacht hier. Aber normalerweise würde ich jetzt hier zum Beispiel Magmatit nehmen. Das kann ja mal umgebaut werden. Ja gut, ich hoffe, dass der Käfer hier nicht runterfällt. Überall Sedimentgestein. Ja, der Wille war da, aber es war das anders hier. So, du gehst dann mal da weg, der. Sonst wirst du eingesperrt. Und das mag ich nicht. Wenn du da eingeschlossen wirst, du kleine Raupe, du. So, an den Stellen, wo das Ding durchgeschmort ist, da könnt ihr ruhig mal ein bisschen schneller das Kabel ersetzen. Hätte ich nichts dagegen. So, jetzt gucke ich noch einmal kurz in die Rakete rein. Da kann ich ja. Beziehungsweise, warte mal, wir können auch. Ja, plus. Die Spitze muss noch drauf. Was? Exceeds Engines Maximum Modul Limit. Das ist natürlich blöd. Das ist natürlich blöd. Mist. Das heißt, ich müsste das Rover-Modul rausnehmen, damit ich den Nosecone da drauf bauen kann. Das ist aber ganz doof. Will ich aber nicht. Warum gilt die Spitze ja als Rocket Stetson Construction Burden 15 plus 2? Okay, ansonsten, ja, was tut es hier überhaupt?
Naja. Das bringt mir halt nämlich nichts. Ich kann ja. Na, da muss ich nochmal noch eine zweite Rakete bauen. Na, das ist jetzt nicht so schlimm. So, dann bauen wir halt da drüben noch einen zweiten Raketenlanderaum hier. Wird nur schwierig, den dann auseinander zu heben. Also wir müssten dann. Ja gut, aber wir machen das dann hier zusammen. Dass man eins für alles macht. Ja, weil es muss nicht hier jetzt rechts und links hier das sein. Ja, das könnte auch mal ein bisschen schneller gebaut werden hier oben alles. Dass wir hier mal langsam mehr zukriegen, das Ganze. Ja, also dann können wir den Rover sozusagen AD sagen. Der Cancel. Achso. Remove. Ich habe jetzt gedacht, da kommt jetzt hier so eine richtig geniale, aufwendige Dings da hier. Wie heißt Animation? Ja, und ich hoffe, dass halt irgendwann halt bessere Antriebe kommen. Jawohl, da war sie ja, die geile Animation. Ja, hier ist es halt, weil hier jetzt Kacheln sind, kann das hier nicht vollständig so gebaut werden. Aber okay, das akzeptiere ich. Dann wird es einfach nur die Erkunder-Rakete. So, plus. Moment mal. Exceed. Das exceedet alles hier, das Maximum-Dings da oder was. Da steht es überall. Exceed, exceed, exceed. Das kann doch nicht sein. Warte mal. Analyzer. Nee, das ist ja für die Raketenart ja eigentlich Quatsch. Sugar Engine. Was steht denn hier? Burden 16. Was hat denn die momentane Rakete? Wo steht denn das? Da steht maximale Module 3. Okay. Ja gut, dann. Das kann man sogar aus Stahl bauen. Okay, interessant. Nee, das will ich nicht aus Stahl. Wolfram auch nicht. Was? Wir können hier. Wieso? Wir können Kohlenstoff oder Keramik. Ist ja lustig. Ja komm, in dem Fall, wir haben Keramik. Und die Dings aus Eisen. Ja, komm, bau das. So, mehr Module gehen jetzt halt nicht mehr, ne? Modulburden 2. Maximal Module 3. Ja, including itself. Ja. Blöd. Aber ist halt so. Weil ich hätte jetzt eigentlich, aber das geht halt auch nicht, ne? Also wenn ich jetzt hier sagen würde, ich möchte hier noch ein Tankmodul haben. Zum Beispiel, naja, Liquid ist nicht, aber. Ja, man könnte jetzt noch zusätzlichen Carbon-Tank einbauen, das wäre halt geil, ne? Aber das ist ärgerlich. Naja, dann wird es halt hier der Raumerkundungsding hier. Warum ist das jetzt eigentlich hier so komisch? Weiß ich nicht. So, mal gucken wir nochmal ins Vessel rein. Ungültige Platzierung. Wieso ungültig? Hä? Das verstehe ich nicht. So, warte mal. Atembares Gas, Sauerstoff. Sehr merkwürdig. So, da haben sie jetzt. Jawohl. Haben sie das Klo jetzt eigentlich wieder aufgefüllt? Da war doch schon wieder jemand drauf, oder? Wie viel Benutzung haben wir noch? 13. Ich mache nochmal leeren hier. Und danach wird die ausgeschaltet. Die Toilette. Ja, warum ist es hier ungültig? Geht es nicht so nah über dem Ding?
Oder ist es jetzt nur, weil der Kanisternleerer hier im Weg ist? Das weiß ich gerade nicht genau. So, das will ich schneller abzerlegen hier. Und was ist denn hier? Benötigt Leerung. So, jetzt ist jemand ins Wessel rein. Okay, der macht das Klo, okay. So, wie jetzt? Hast du einfach aufgehört zwischendrin oder was? Das finde ich aber ganz blöd. Ja, ich weiß, die Luft ist noch ein bisschen dünn hier drin. Aber ja. Wir arbeiten dran. So, jetzt kann ich doch hier endlich, oder? Das Dingsbums hier. Es ist alles ein bisschen eigenartig hier. Dass das hier so anzeigt, das Ganze. Ah, Hiski macht weiter. So, genau, Hände waschen. Außer Betrieb? Nee, hä? Ach, der wartet auf Erde. Da liegt doch noch Erde. Na, dann mal ran an die Buletten hier. Druckerzeugnisse. Ja, wir nehmen auf jeden Fall das Kupfer, auch wenn wir da schon genügend haben. Alles klar. So, und hier könnten wir eigentlich jetzt eine Ebene weitergraben. Ich muss trotzdem noch mal ins Wessel gucken. Wie schaut's aus? Ja, das haben sie auch gelehrt, das Algenterraben. Warte auf Lieferung Erde 125 Kilo. Wie verschmutzte Erde? Könnt ihr die aufräumen vielleicht? Ich meine, es stößt auch Sauerstoff aus, aber momentan gar nicht. Aber ich brauche diese verschmutzte Erde hier nicht. Die muss hier raus. Das verschmutzte Wasser kann bleiben. Nee, aber der baut. Der baut den Hängetopf nicht. Blöd. Wenn ich ist es halt so, dann reiße ich ihn halt auch wieder ab. So, ein Kanisterabfüller für Sauerstoff haben wir noch gar nicht, ne? Wo könnte man den mal am leichtesten hinhängen? Gut, ich meine, das hier ist ja mal ein ewig weiter Eck hier, ein weiter Weg. Was pumpt der hier ab? Okay, Sauerstoff und Wasserstoff hier ein bisschen. Das sind aber jetzt Mengen, ja. Der ist nicht viel. Von daher, ich habe wieder ein bisschen Wasserstoff erzeugt. Wir könnten, so wie es... Oh. Na gut, das macht uns ja nichts, wenn das hier verschmutzt herumgammelt hier. Wir könnten hier einen Kanisterabfüller machen. Der müsste unter Lüftung sein. Warum kann ich denn... Ach so, weil hier schon... ja, weil hier schon das Ding steht. Na, ist egal. Zum Glück braucht das Ding ja keinen Strom. So. Da brauchen wir kein Siphon bauen hier. Warte mal, wo ist das überhaupt hier hingeliefert worden? Quatsch. Ach ja, da haben wir ja. Ja, ja, ich hab's kapiert. Da wird normalerweise. Aber Wasserstoff ist hier gar nicht mehr, ne? Ja. Im Moment ist ja eh kein Wasserstoff. Dann werde ich das hier einfach mal abtrennen. Und zwar hier. So. Das bitte. Dankeschön. So, wir dann mal beim Kabel gucken. Ja, da tut es wieder bitzel machen hier. Ja.
Das geht hier komplett kaputt. Ist ja gut, dass hier immer wieder mal ein bisschen Kupfer hergestellt wird. Aber das sind halt keine rauen Mengen, die wir halt brauchen. Aber es wird halt erstmal hier drauf, dass wir jetzt die ganzen Dinger nach und nach eben hier umbauen. Ah ja, auch hier natürlich. So, da sind schon Aufträge drin. Aber noch nicht fertig. Leute. Ich muss euch da mal dringen, dass ihr mal da wieder die Leitung herstellt. Besonders hier, dass die Versorgungsleitungen laufen hier. Ja, und gerade die Leitung, die brauche ich auch. Jetzt gehen die alle kaputt hier. Warum? Aber da wird doch gar nicht Energie gebraucht. Warum brennt es an der Stelle durch? Das ist total unrealistisch. Normalerweise brennt es hier auf der Distanz, wo das Gerät, das Energie zieht, ganz viel Energie durch. Aber ja, das ist ja halt ein Spiel, da darf man nicht nach Logik fragen. Ja, das ist einfach tatsächlich so. Da darfst du nicht nach Logik fragen. So, und hier tun wir gerade sowieso. Gut, Leute. Ich lasse es dann mal hier. Das tut mich irgendwie hier ein bisschen beunruhigen hier, dass es so komisch hier ist. Kann man hier noch irgendwas machen? Nee, eigentlich nicht, ja. Ist egal. Ich sag wieder vielen Dank fürs Zuschauen. Mehr geht's gleich wieder beim nächsten Mal. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch einfach mal ein Like, einen Kommentar da. Ich sag tschüss, bis dann, euer Lego.